Servus, liebe Kinderoutdoorer. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute basteln wir ein Kinderoutdoor-Handy. Dafür braucht ihr kein Android oder iOS, das euch schön ausspioniert. Nein, und ihr braucht auch keinen Strom und auch kein teures Mobilfunkgerät. Wir bauen ein Kinderoutdoor-Handy nach einem Prinzip, das über 1400 Jahre alt ist. Und wie das geht, das zeige ich euch. Was braucht ihr alles dazu? Ihr braucht ein Taschenmesser mit einem Stechton, Schnur und zwei Dosen, entweder Blechdosen, Pappdosen oder, sofalls es noch welche gibt, welche aus Plastik. Aber die bitte nicht hernehmen, ihr wisst selber, Plastik ist nicht so toll für die Umwelt. So, legen wir gleich mal los, das ist ratzfatz gebastelt und ich erkläre euch dann auch, wie das Ganze physikalisch funktioniert. Als erstes bohre ich hier mittig in die Loch, mittig rein in den Boden von der Blechdose ein Loch. Von der anderen auch. So, unser Taschenmesser können wir schon aufräumen. Dann nehmen wir jetzt die Schnur und fädeln die durch das Loch. Das sollte möglichst eng sein, damit sich die Schallwellen besser übertragen. Und das erkläre ich euch dann gleich, wie das Ganze. Bei einer Dose habe ich jetzt die Schnur durchgeführt und verknote ein Ende davon. So. Wichtig ist natürlich auch, das muss auch klar sein, ihr kennt natürlich, damit jetzt nicht kilometerweit eine Schnur spannen oder hunderte von Meter einmal quer durch die Stadt, das ist ein bisschen zu viel des Guten. So, zieh fest und ein Teil von unserem Handy ist fertig. Und so mache ich es jetzt auch mit der zweiten Dose. Mein Kinder-Outdoor-Handy ist fertig. Und jetzt wird euch sagen, ja Moment einmal, wie funktioniert denn das Ganze eigentlich? Das ist ganz einfach. Wenn ihr mich jetzt hört, gehen Schallwellen in das Mikrofon von der Kamera. Und so ähnlich funktioniert es auch jetzt mit unserem Dosentelefon. Ich spreche hinein in die Dose. Die Schallwellen treffen auf den Dosenboden, versetzen den in Schwingungen. Das sieht man natürlich nicht. Der Dosenboden wiederum versetzt die gespannte Schnur. Das ist wichtig, die Schnur muss gespannt sein, auch in Schwingungen. Das sieht man auch nicht. So, die Schnur von dem einen Telefon trifft auf die andere, versetzt hier wieder den Dosenboden in Schwingungen. Der Dosenboden versetzt die Luft darin in Schwingungen, die Schallwellen dringen ans Ohr. So viel zur Theorie von dem Ganzen und wir probieren es jetzt praktisch aus, ob das funktioniert. Wo funktioniert ein Dosentelefon? Wie funktioniert ein Dosentelefon? Ja, man spricht hier vom sogenannten bidirektionalen Sprechen, sagen Experten. Zum ersten Mal wurde ein Dosentelefon 1664 von dem englischen Universalgelehrten Robert Hooke erwähnt. Nach Robert Hooke ist auch das Hooke'sche Gesetz, nämlich um das Elastizitätsgesetz benannt. Und Robert Hooke war ein unglaublicher Wissenschaftler, der war Geograf, der war Geologe, er war Uhrmacher, er war Physiker, er war Astronom. Also er hat sich in vielen, vielen naturwissenschaftlichen Bereichen sehr gut ausgekannt. Aber der Oberknaller ist noch, im National Museum of the American Indian in Washington D.C. befindet sich ein Dosentelefon, das ist zwischen 1200 und 1400 Jahren alt. Es stammt aus den Anden. Also seht, die Menschen hantieren mit solchen einfachen Kommunikationsmitteln schon länger. Probiert es mit den Kindern aus. Es muss nicht immer das neueste Smartphone sein, um miteinander kommunizieren zu können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Macht es gut bis dahin und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr dürft gerne auf kinderoutdoor.de vorbeischauen mit weiterhin tollen, vielen Bastelideen für euch und die Kinder. Ihr dürft uns gerne liken und ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht es gut bis dahin. Für den Servus.